Das, was hier so aussieht wie eine kleine leckere Waffel, ist keine Waffel. Die ist nicht zum Essen, die ist nicht zum Anbeißen, sondern die ist zum Spülen. Das ist nämlich ein Spüllappen. Der ist aus Creative Bubble. Das ist so ein Garn. Was, ich schieb's mal hier beiseite. So ganz haarig, glitzerig ist, aber das ist nicht Haar, sondern das ist natürlich, wo haben wir es? 100% Polytierchen kann es ja auch nur sein, aber das ist ganz, ich raffel's mal, das ist nicht weich, sondern das ist schon so ein bisschen schrubbelig und du bekommst deine Töpfe damit auf jeden Fall sauber. Und ich dachte mir, man kann mal ein bisschen Farbe in die Küche bringen und ich mache mal keine Frucht, sondern ich mache mal eine leckere Waffel, weil dein Besuch guckt garantiert ein bisschen doof, wenn du die lustige Waffel nimmst und die Teller damit abwischst. Auf den ersten Blick sieht es ja doch etwas verführerisch aus. Jetzt willst du bestimmt wissen, wie das geht. Das zeige ich dir natürlich jetzt und ich verspreche dir, es ist rasend schnell fertig. Das heißt, an so einem Abend kannst du wirklich locker ein paar deiner Freunde mit sowas behäkeln und damit beglücken oder überraschen. Also dranbleiben und los geht's. Für unseren Spüllappen brauchen wir natürlich Spüllappengarn. Das gibt es von Rico und das heißt Creative Bubble. 50 Gramm, 90 Meter. Und wir wollen das ja häkeln heute. Das heißt, ich brauche natürlich eine Häkelnadel, die passt zum Garn. Die ist nämlich Nadelstärke 4. Auch wenn dieses Garn hier so ein bisschen dünn wirkt, so als einzelnen Faden, aber es hat ja diese Schrubbis hier. Und deswegen ist das schon von Vorteil, wenn ich da eine dickere Nadel nehme. So ist das jetzt hier gleich mein Anfang. Ja, das ist mein Anfang. Den habe ich hier schon rausgeholt. Übrigens empfiehlt Rico das auch, ne? Da Häkelnadel Nummer 4. Die nehmen wir auch. So, dann müssen wir für unseren Spülschwamm aus dieser Creative Bubble Maschen anschlagen. Und zwar nehmen wir 31 an der Zahl. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Das gute Stück hat jetzt ne, knappe 20 cm Länge bei mir. Wenn du deinen Spüllappen größer möchtest, dann kannst du den auch größer machen. Das Muster, unser Waffelmuster, ist teilbar durch 3 plus 1. Deswegen haben wir hier 31 Maschen. Also deine Maschenzahl muss teilbar durch 3 plus 1 sein. So, jetzt häkeln wir eine Reihe Stäbchen. Und um das erste Stäbchen zu arbeiten, müssen wir das erste Stäbchen durch Luftmaschen simulieren. Das machen wir mit drei Luftmaschen. Das heißt 1, 2, 3. Drei Luftmaschen, die habe ich mir festgehalten. Und dann ein Stäbchen in die vierte Luftmasche. Die ist natürlich hier unten. So, 1, 2, 3, 4. Da ist sie. Jetzt ist das hier ein bisschen schwer zu finden bei dem Garn, aber ist auch nur die erste Reihe, dann geht's. Übrigens mutet das sehr flauschig an, aber es ist wirklich so ein bisschen rubbelig und es spült halt echt gut, dadurch, dass es so ein bisschen rubbelig ist. Aber besser als so ein Glitzy-Schwamm. So, und jetzt Stäbchen. Häkel meine Stäbchen immer hinten in den Höcker hinein. Wenn du den bei diesem Garn schwer erkennen kannst, dann häkel einfach in jede Masche hinein. Du solltest am Ende etwa 31 Stäbchen haben. Und wenn du das hast, dann ist alles super und dann treffen wir uns auf jeden Fall zur nächsten Reihe wieder. Und ich häkel jetzt hier erstmal meine Reihe Stäbchen. So, da ist meine erste Reihe Stäbchen und du siehst schon hier, ne? Also, du siehst, dass es
nicht so flauschig ist, denn hier, ich drücke zusammen, aber hier steht mein Finger tatsächlich auf diesen kleinen Borsten rum. So, eine Reihe Stäbchen haben wir geschafft. So sieht die aus. Und unser Muster besteht nur aus zwei Reihen. Das ist ganz praktisch, deswegen kannst du dir das auch schnell merken. Ich beginne mit zwei Steigeluftmaschen. Normalerweise macht man für ein Stäbchen drei, aber die sollen mir das erste Stäbchen nicht ersetzen, sondern die sollen mich nur nach oben bringen. Und ich häkel das erste Stäbchen direkt hier in das erste Stäbchen hinein, also in die Masche hinein. So, da sind wir. Das heißt, das hat mich nur nach oben gebracht. Und dann wird unser Waffelmuster jetzt mit Reliefstäbchen gehäkelt. Das heißt, ich mache einen Umschlag und ich steche nicht hier oben in den Kopf des Stäbchens ein, sondern ich steche rechts neben das Stäbchen ein und links neben dem Stäbchen aus. Hole mir den Faden und arbeite mein Stäbchen. Das ist jetzt hier natürlich ein bisschen schwierig zu erkennen, weil das so diffus ist, aber das kommt hier so raus und das kommt so nach oben. Das Stäbchen, der Kopf dieses Stäbchens, das lasse ich jetzt hier hinten unbeachtet und häkel in die nächsten beiden Stäbchen, also ganz normal oben in die Köpfe hinein, zwei ganz reguläre Stäbchen. So. Dann ist hier mein drittes Stäbchen und dort arbeite ich wieder ein Reliefstäbchen, das heißt Umschlag machen, rechts neben das Stäbchen rein, links neben dem Stäbchen raus. Das heißt, ich habe letztlich das Stäbchen hier auf der Nadel. Hol mir den Faden und arbeite mein Stäbchen. Den Kopf dieses Stäbchens lasse ich wieder aus und häkel in die nächsten beiden Stäbchen ein Stäbchen ein. In die ganz normalen Köpfe, so wie es sein soll. So, dann haben wir das gemacht und das dritte ist wieder ein Reliefstäbchen, das heißt von rechts neben das Stäbchen rein und links neben dem Stäbchen raus. Hier siehst du den Kopf, da sind wir daneben, ne? Also da sind wir wirklich daneben und dann das Stäbchen arbeiten. So, jetzt habe ich doch den Faden von außen geholt, das heißt, ich muss mal hier meine Banderole abmachen. So, können wir hier hinstellen. Sieht ein bisschen schöner aus. So, Reliefstäbchen habe ich gemacht. Den Kopf des Reliefstäbchens lasse ich wieder aus. Und dann häkel ich in die nächsten zwei Stäbchenköpfe wieder ein Stäbchen hinein. Und dann hier wieder ein Reliefstäbchen daneben. Und das machst du natürlich für die ganze Reihe hindurch. Wenn dir das jetzt für dieses Creative Bubble Garn zu schwierig ist, dann kannst du hier natürlich auch deinen Spüllappen mit ganz normalen Stäbchen häkeln und einfach nach oben hinweg. Aber ich wollte ja ein bisschen Muster haben. Du kannst dieses Muster natürlich auch gerne auf einem glatten Garn ausprobieren. Das sieht ganz wunderbar aus für Decken und so weiter. Ich glaube, ich mache noch mal ein Video damit, wo ich dir einfach nur das Muster auf einem glatten Garn zeige. So. Und dann kann ich jetzt hier meine Reihe ganz normal mit immer zwei Stäbchen, ein Reliefstäbchen von vorne entlang häkeln. So, wenn ich hier am Ende bin, habe ich hier als letztes ein Reliefstäbchen und dann habe ich mein erstes Stäbchen und die daneben liegende Luftmaschenkette. Die betrachten wir als eins, denn ich habe die Luftmaschen nur gebraucht, um mich nach oben zu bringen und ich arbeite in diese letzte Masche ein Stäbchen hinein. Das heißt, die vorletzte Masche ist ein Reliefstäbchen. Wenn wir uns das mal angucken, dann hat das hier auch schon so ein bisschen Struktur gekriegt, ne? Das sieht man ganz gut. Und jetzt drehen wir um. Jetzt mache ich wieder zwei Luftmaschen, um nach oben zu kommen, denn ich häkel auch wieder das erste Stäbchen hier hinein. Das bringt uns tatsächlich nur nach oben. Jetzt siehst du hier unser Reliefstäbchen, was es mal war. Das ist ja hier so ein bisschen nach vorne. Und dementsprechend ist das hier ein bisschen nach hinten gesetzt. Die beiden
kommen uns entgegen. Das geht von uns weg. Die beiden kommen uns entgegen. Das geht von uns weg. Das ist also relativ gut zu erkennen. Du kannst es sonst auch auszählen. Aber du siehst, das Reliefstäbchen arbeiten wir jetzt auf der Rückreihe als ganz normales Stäbchen. Das heißt, ich gehe, ich zeig's dir nochmal. Das heißt, ich gehe hier in den Kopf des Stäbchens hinein. So, jetzt habe ich die zwei Stäbchen, die uns entgegenkommen. Und wenn die uns entgegenkommen, dann wollen die auch Reliefstäbchen werden. Und auch Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, ich hole mir den Faden, gehe hier durch, hole mir den Faden und arbeite mein Stäbchen. Das mache ich mit der zweiten Masche natürlich auch. Die kommt uns ja auch entgegen. Das nächste Stäbchen ist wieder unser Reliefstäbchen, das steht weiter hinten, da. Das arbeite ich also in den Kopf hinein. Und jetzt sind wieder die beiden, die so ein bisschen nach vorne kommen und die arbeiten wir wieder als Reliefstäbchen von vorne. Eins, zwei. Hier ist wieder das, was nach hinten abhaut. Und das arbeiten wir auch nach hinten weg. Als ganz normales Stäbchen in den Kopf. Und dann wieder die zwei Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, dein Muster auf der Rückseite ist ein normales Stäbchen, zwei Reliefstäbchen von vorn, ein normales Stäbchen. Enden mit zwei normalen Stäbchen. Warum mit zwei normalen Stäbchen? Naja, weil ein normales Stäbchen in das Reliefstäbchen geht und das zweite geht in das Randstäbchen. Wir haben ja hier vorne auch mit zwei angefangen. Das erste in den Rand und das zweite in das Reliefstäbchen hinein. Und das sind auch schon deine zwei Musterreihen, die du fortlaufend arbeitest. Das heißt, das hier ist die Rückseite, ne? Und das andere ist die Vorderseite. Deine Vorderseite besteht aus ein Stäbchen in die erste Masche, ein Reliefstäbchen von vorn, zwei Stäbchen, ganz normale, ein Reliefstäbchen, zwei normale Stäbchen, ein Reliefstäbchen. Du endest mit einem Reliefstäbchen und einem normalen Stäbchen in die letzten Maschen. Und dann drehst du um und beginnst mit einem Stäbchen in das Reliefstäbchen, zwei Reliefstäbchen von vorne und dann wieder ein Stäbchen in das Reliefstäbchen, ein ganz normales und zwei Reliefstäbchen von vorne. So, hier ist jetzt, bin ich am Ende angekommen, hier ist mein Reliefstäbchen, du siehst, das geht so nach hinten. Da steche ich ein, arbeite mein normales Stäbchen und hier ist jetzt hier der Knüttel, ne? Die zwei Luftmaschen zum Steigen und mein Stäbchen und ich arbeite hier oben ein Stäbchen in mein Stäbchen hinein. Wenn du hier hinten guckst, geht das schon nach oben und wenn du hier vorne schaust, haben wir schon unser Waffelmuster. Und wie ich finde, sieht das wirklich sehr, sehr schön aus. Ihr seid leise. Wie du außerdem sehen kannst, ist das hier, ich halte mal die Hand drauf, ist das wirklich schön dick. Ja, also es ist echt schön dick und es macht auch echt Spaß so. Also zum Wenden wieder. Zwei Luftmaschen, um nach oben zu kommen. Und hier direkt in das erste, da sieht man es jetzt ziemlich gut, in das erste Stäbchen ein Stäbchen hinein. Da ist unser Reliefstäbchen, das arbeiten wir auch wieder als Reliefstäbchen von vorne. Und die zwei anderen, die sind ja jetzt hier, wenn du hinguckst, so ein bisschen zurückgesetzt. Da gehen wir ganz normal in die Köpfe der Stäbchen rein und häkeln dort ein ganz normales Stäbchen. Und dann ist hier wieder das Reliefstäbchen über dem anderen Reliefstäbchen, das arbeiten wir auch wieder als Reliefstäbchen von vorn. Wieder zwei normale. Na. Das Gute bei diesem Garn ist, dass das nicht so leicht aufdrieselt, auch wenn es mir gerade kurz abgehauen ist.
So, zwei normale Stäbchen und wieder ein Reliefstäbchen von vorn. So. Und wenn du dir das Ganze anschaust, ich halte es mal ein bisschen weg, ergibt sich hier schon unsere Waffel und unser Waffelmuster. Und wenn du das für 9 Hin- und Rückreihen, also 18 Reihen, häkelst, dann sieht das so aus wie am Anfang, denn dann gibt es ein quadratisches Stück und einen Spüllappen, der einfach aussieht wie eine leckere Waffel. Deswegen habe ich ja gelb gewählt. Um deine Arbeit so zu beenden, dass das Ende so aussieht wie der Anfang, musst du mit einer Hinreihe enden. Das heißt, die erste Stäbchenreihe, die wir gemacht haben, war unsere Aufbaureihe. Die zählt quasi nicht. Die haben wir von da nach da gehäkelt. Dann haben wir eine Hinreihe gemacht. Die Hinreihe ist ein zwei Luftmaschen, um nach oben zu kommen, ein Stäbchen ins erste Stäbchen, dann ein Reliefstäbchen, zwei normale Stäbchen, ein Reliefstäbchen von vorn, zwei normale Stäbchen, ein Reliefstäbchen von vorn, zwei normale Stäbchen und du endest mit ein Reliefstäbchen von vorn und ein normales Stäbchen in die Rückreihe. Das ist deine Hinreihe. Deine Rückreihe ist zwei Luftmaschen, um nach oben zu kommen, ein Stäbchen in das erste. Dann ein normales Stäbchen ins Reliefstäbchen, zwei Reliefstäbchen von vorn, ein normales Stäbchen, zwei Reliefstäbchen von vorn, ein normales Stäbchen in dein ehemaliges Reliefstäbchen und du endest mit einem normalen Stäbchen in dein Reliefstäbchen und ein Stäbchen in dieses Konglomerat aus den letzten beiden Maschen, also aus dem Stäbchen und den Steigeluftmaschen, dort noch ein Stäbchen hinein. Wenn du jetzt so enden würdest mit einer Rückreihe, dann hättest du ja hier nur eine halbe Waffel. Das sieht ja doof aus. Und deswegen endest du natürlich mit einer Hinreihe und dort hast du eine vollständige Waffel. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen hochgehäkelt und wie du siehst, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da ist das 9. schon angedeutet und wenn wir das jetzt so abketten würden, dann wäre das nur halb. Das wollen wir ja nicht. Also machen wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hier natürlich noch eine Hinreihe. Und die arbeite ich selbstverständlich genauso wie alle anderen Reihen auch. Das heißt, das erste Stäbchen ins erste und dann hier meine zwei Stäbchen nach dem Reliefstäbchen und dann wieder mein Reliefstäbchen. Und das natürlich auch die ganze Reihe hinweg. Und dann ist das gute Stück auch ziemlich quadratisch. Und ich finde so ein Spüllappen quadratisch ja immer gut. Wie gesagt, du kannst den auch größer machen, dann musst du einfach nur mehr Maschen nehmen und deine Maschenanzahl muss durch 3 teilbar sein und wenn die durch 3 teilbar ist, musst du noch eine Masche mehr nehmen. Das heißt, wir hatten 31, dann 34 gehen, 37 gehen ebenso, 40 gehen auch. Je größer der Lappen, desto mehr Reihen musst du auch häkeln. Also wenn du jetzt mehr Maschen nimmst, brauchst du mehr Reihen und letztlich häkelst du immer genauso viele Reihen, wie du unten Waffelkästchen produziert hast. Das heißt, ich habe ja hier unten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Waffelkästchen. Und wenn ich das jetzt hier nach oben mache, habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Waffelkästchen ebenfalls. Und damit ist das schön quadratisch und sieht gut aus. Und wie du siehst, brauche ich für eine solche Waffel, wie ich sie in meiner Größe mache, etwa ein halbes Knäuel. Das heißt, du kannst davon mit einem Knäuel etwa zwei machen. Das ist nämlich auch gar nicht so unpraktisch und das lohnt sich dann auch. Man kann natürlich auch noch Farbkombinationen machen und viele andere schöne Dinge und viele andere schöne Spülläppchen auf jeden Fall. Dann musst du mehr Farben kaufen. Also ich glaube, dass ich hier bestimmt mehr als ein Video dazu mache. Aber erstmal machen wir das hier fertig
Und zwar bin ich hier schon am Ende und ich will dir auf jeden Fall noch zeigen, wie du hier die Fäden vernähst. So, da ist meine letzte und die letzte geht auch hier wieder oben hinein. Ich arbeite das letzte Stäbchen, dann mache ich das ab. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo mein. So, dann kann ich den Faden abschneiden, dann brauche ich gar nicht so lang abschneiden. So, und jetzt wollen wir das gute Stück auch vernähen. So, dann nehme ich mir einen dünnen Faden. Den hier habe ich schon eine Luftmasche gemacht, den kann ich durchziehen und fest anziehen. Und jetzt sieht das hier, wie du siehst, schon ganz waffelig und in meinen Augen auch ganz lecker aus. Jetzt haben wir allerdings nur mit Stäbchen und Reliefstäbchen gearbeitet. Das heißt, ich habe eigentlich nicht wirklich eine feste Masche, wo ich meinen Faden verstecken kann. Das Gute ist natürlich hier, das ist ein Spüllappen, auch wenn der schön aussehen soll. Das ist ein Spüllappen, da ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn hier was rausguckt. Und dadurch, dass das ja so ein Plastikgarn ist, kann man das auch ganz gut verknoten, da passiert also nichts. So, ich gehe jetzt hier einmal hier unten durch. So, und du siehst auch durch diese Knödeln verfängt sich das ganz gut. Und jetzt gehe ich einfach hier an der Seite durch die Seitenmaschen durch und fädel mir die tatsächlich auf meine Nadel durch diese kleinen Borsten, die es hier gibt, weil du siehst, das wird relativ dick, verhakt sich das dann nämlich auch gut und dann bleibt unser Fädchen da drin. So. Dann muss ich den hier auf jeden Fall so rausziehen, dass der nicht zu weit, nicht zu dicht an der Nadel ist. Weil sonst kriege ich den gleich nicht durchgezogen. So. Und dann ab damit hier durch die Seite durch. So. Rausziehen. Kriege ich den nochmal runterstraffen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt hier halt auch nochmal so ein, zwei Stiche zurückgehen. Das wird gar nicht so doll nötig sein, denn das verhakt sich halt echt gut. Und wenn du einmal damit anfängst zu spülen, dann bleibt das sowieso drin. So, den sehen wir nicht mehr. Den Faden von hinten sieht es übrigens so aus. Ne, ist auch ein bisschen waffelig, aber anders waffelig als von vorne. Und da ist unsere Waffel. Das ist unser Spülläppchen und ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und ich hoffe natürlich, dass du ein Like da lässt, wenn es dir gefallen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.